Ein Jahr Kip Shelter Plus mit Opel Corsa, unsere eigenen Erfahrungen. So sind die Cargo Bike Lovers on Tour. Hi, ich bin Liesje. Falls ihr euch schon immer mal gefragt habt, wie wir so unterwegs sind, hier kommt das Video, welches sich primär um einen Caravan statt um Cargo Bikes dreht. Wir haben nun genau ein Jahr den Kip Shelter Plus und ungefähr 5000 Kilometer mit diesem Gespann zurückgelegt. Wir waren in Frankreich, den Niederlanden und in Deutschland bei sehr kalten Temperaturen und auch bei sehr heißen. Aber erstmal ganz von vorn. Warum haben wir uns für den Kip Shelter Plus entschieden? Wir haben ein Video bei Spiegel über diesen Wohnwagen angeschaut und über ein Jahr immer wieder über die Anschaffung nachgedacht. Um herauszufinden, ob wir eher der Caravan- oder Reisebus-Typ sind, haben wir uns einen selbst ausgebauten VW-Bus geliehen und sind damit Anfang 2022 durch Frankreich bis nach Italien gefahren. So ein VW-Bus besticht natürlich mit tollen Fahrleistungen. Besonders dieser eine VW-Bus von Verena. Der große Diesel, DSG, Tempomat, alles war da, um entspannt ans Ziel zu kommen. Die knapp 2 Euro pro Liter Diesel zum damaligen Zeitpunkt und 8 Liter Verbrauch haben wir damals noch als hoch empfunden. Wir sollten doch herausfinden, dass das ein günstiger Verbrauch war. Vielen Dank an Verena an dieser Stelle. Während dieser Tour haben wir für uns den Entschluss gefasst, einen Wohnwagen zu kaufen. Den Kip Shelter Plus. Technisch schnell auf den Punkt gebracht. 750 Kilo, also auch mit Führerschein Klasse B fahrbar. Aerodynamisch günstig, dank hoher Effizienzklasse. Herausnehmbare Küche. Abstellbar auf einem regulären Parkplatz. Elektrische Fußbodenheizung und natürlich der Zaubertisch. Zaubertisch? Ja, wir haben im Bus festgestellt, wir wollen uns erstmal hinsetzen nach dem Aufstehen und eine Tasse Kaffee trinken und dann langsam in den Tag starten, ohne den gesamten Bus umbauen zu müssen. Selbstverständlich ohne dabei auch den Wohnwagen zu verlassen, falls es regnet oder kalt ist. Für den Kauf haben wir meine Eltern nach Hoogeveen in den Niederlanden geschickt. Als ehemaliger Qualitätsauditor mit der notwendigen Pingeligkeit und meine Mama, die überhaupt gar nicht gerne campen geht, waren die beiden prädestiniert für diese Aufgabe. Also der ideale Prellbock für schlechte Entscheidungen. Kurzum, Daumen hoch auch von den beiden. Also stand die Kaufentscheidung. Leute, wir haben uns den Wohnwagen dann noch nicht mal mehr angeschaut und haben am gleichen Tag am Telefon knapp 25.000 Euro für einen Wohnwagen ausgegeben, ohne jemals in diesem Wohnwagen persönlich gewesen zu sein. 2, 5 und 3 Nullen. 2, 5, 0, 0, 0. Also so viel Geld habe ich noch nie ausgegeben. Aber damals war es auch wirklich der perfekte Moment. Fast keine Zinsen. Die Preissteigerungen waren noch nicht verkündet. Und es war auch der letzte unverkaufte Kip Shelter Plus in Weiß für 2022. So sagt es zumindest der Verkäufer. Aus 3 Monaten wurden 4 und kleine Verschiebungen. Pünktlich zum Herbst holten wir dann unseren neuen Wohnwagen ab. Ideal? Naja, nicht ganz. Aber wir haben uns schon echt gefreut. Die Wartezeit haben wir damit verbracht, unseren Corsa D mit einer Anhängerkupplung auszustatten. Mal Anhängerfahren zu üben. Ich bin das nämlich vorher noch nie gefahren, jetzt mit einem Anhänger oder auch einem Wohnwagen. Für mich war das wirklich das erste Mal. Und auch, um sich überhaupt zu fragen, ob ein 90 PS Benziner auch 100 km/h fahren kann mit dem Kip im Schlepptau. Ja, wir können das. Allerdings schlägt es wirklich auf den Verbrauch und die 8 Liter Diesel vom VW-Bus damals um Längen. Wir haben beim Hersteller direkt gekauft. Leider auch mit der niederländischen höheren Mehrwertsteuer. Dennoch war der Preis geringer als beim deutschen Händler.
Da hatten wir ohnehin nicht so gute Erfahrungen gemacht, da der telefonische Kontakt etwas ruppig war. Naja, und von NRW ist es doch einfacher, nach Holland zu fahren als nach Hamburg oder Bayern. Von daher war die Strecke auch etwas kürzer und so haben wir uns entschieden, direkt beim Hersteller zu kaufen. Wir mussten bei der Abholung die gestempelten Kennzeichen mitbringen. Na, auch gelukkig spreek ik Nederlands als mijn tweede taal en belde hun een aantal keer van: nou, ben je zeker dat ik het Duitse kenteken moet meenemen? Ja hoor, zeker, zeker. Ja. Oh nee, dat vind ik helemaal niet leuk, want het kleine kenteken is toch weer mooier. Ja, dat snap ik heel goed, maar daar komt een andere bevestiging aan voor het Duitse kenteken. Tja, jetzt standen wir da mit den falschen Kennzeichen. Hey Lars, pindakaas. Of, maar het komt wel goed. Für Niederländer natürlich überhaupt gar kein Problem. Die dürfen nämlich Anhänger bis 750 Kilo einfach mit ihrem gleichen Kennzeichen, wie sie es am Auto haben. Dann gehen die halt zu so einem Schildermacher und dann wird da das gleiche Kennzeichen dann einfach an den Wohnwagen geheftet. Also die müssen nicht vorher noch prüfen und zu Ämtern gehen. Das ist da total okay. Also waren die auch entspannt und haben das auch gar nicht verstanden, warum wir auf einmal ein bisschen aufgeregt waren. Naja, für uns war es jetzt auch kein Problem, aber wir fanden auf jeden Fall Lösungen und naja, knapp 100 Euro später hatten wir dann auch das richtige Kennzeichen. Das trübte ein bisschen die ansonsten sehr freundliche Abholung. Naja, nach dieser Aufregung mit den Kennzeichen, als die verflogen war, da zeigte man uns auf jeden Fall nochmal die ausführlichen Funktionen des Caravans und wir kauften noch eine kleine Ecke für die Küche dazu. Denn die Küche kann man nach draußen hängen. Es ist quasi von innen nach draußen einzuhängen. Und dieses kleine Dreieck hilft, um im Zelt Platz zu sparen. Dann fügt sie sich besser in diese Ecke rein. Auch auf ein bei der Abholung defektes Fenster wurde schnell reagiert und ein neues eingebaut. Bei der Gelegenheit haben wir leider auf der anderen Seite das gleiche Problem übersehen. Und das äußert sich nun so. Aber insgesamt eine tolle Abholung. Gasprüfung und die formellen Kleinigkeiten, die wurden dann auch ganz schnell in Deutschland erledigt. Unsere erste gemeinsame Tour ging ins benachbarte Groningen und da wurde schon der Caravan und das Vorzelt auf Herz und Nieren geprüft, denn wir kamen leider in einen richtigen Sturm mit Hagel, Regen, alles. Aber Caravan und Zelt haben diese Prüfung bestanden. Da unsere erste Tour aber im Herbst war, hat uns die Kälte die Fehler unserer Konfiguration auf jeden Fall aufgezeigt. So mussten wir noch einen Ecomat 2000 dazu kaufen, da die Fußbodenheizung wirklich nur für warme Füße dient, aber nicht den gesamten Caravan aufheizen kann. Von Groningen aus ging es auch für unseren Caravan direkt ins Winterquartier. Wir haben den Kippshelter Plus leider ohne Whale-Heizung konfiguriert. Generell haben wir versucht, den Preis klein zu halten und wenige Optionen dazu zu wählen. Eine Sonderlackierung wollten wir ohnehin nicht, denn naja, weiß gefällt er uns am besten. Und das hat schon mal sehr viel Geld gespart. Wir wählten also graue Sitzbezüge, Gepäckluke vorne links, Fahrradpaket, Safety-Paket, Steady-Schloss, USB-Anschluss, mobile Toilette, Vorzelt Boss-Owl und die Ecke für die Küche, die wir bei der Abholung noch dazu gekauft haben. In Summe 24.539 Euro. Was finden wir nach einem Jahr immer noch gut? Den Zaubertisch, was auch sonst. Aufstehen, Knöpfchen drücken und Kaffee trinken und entspannt den Tag beginnen. Die elektrische Fußbodenheizung. Das Vorzelt und die Außenküche, die Fahrradmitnahme im Wohnwagen,
die kompakte Unterbringung auf einen regulären Autostellplatz. Kurzum, alle Erwartungen wurden erfüllt und sogar übertroffen. So sorgt für das tolle Raumklima das Aufstelldach. Die Lampen sind auf Schienen und können so flexibel platziert werden. Das ist besonders toll für große Menschen. Das Raumgefühl ist erstklassig. Wir haben schon mit 6 Erwachsenen hier bei Regen gesessen und den Abend verbracht. Generell reagieren super viele Menschen positiv auf unseren kleinen Elmo. Ja, mit dem Namen Elmo hat er auch einen Platz in unserer kleinen Familie bekommen. Ja, doch so ein super toller Kippshelter Plus hat auch Nachteile und diese Nachteile wollen wir offen ansprechen. Die Qualität ist nicht an allen Stellen so erstklassig, wie es der Preis vermuten lässt. So klemmt das Fenster. Die Küche springt während der Fahrt heraus, wenn man sie, wie vom Hersteller vorgesehen, einhängt und nicht zusätzlich sichert. Die Oberschränke hängen nach einer Zeit durch und die Details sind oft nicht so schön. Die Nähte am Aufstelldach lösen sich, die Tür schließt schwergängig und ist ohne Einweisung wirklich nur schwer zu bedienen. Die Gasflaschenhalterung ist abgefallen. Alles nicht dramatisch, aber dem Preis nicht angemessen. Sicherlich würden wir anders darüber denken, bei einem Preis von 15.000 Euro. Use Case oder wie wir den Kippshelter Plus verwenden. Wir fahren gern alle paar Tage an einen Ort, haben immer unsere Fahrräder mit dabei, in diesem Fall halt auch Lastenräder. Und bei schlechten Radwegen am Urlaubsort freuen wir uns, wenn wir auch auf unser Auto zurückgreifen können. In den Niederlanden ist das natürlich weniger ein Problem als in Frankreich. Wir bauen unser Vorzelt auf, wenn wir mehr als 2 Nächte campen. Und wir brauchen momentan 30 Minuten für den Auf- und 30 Minuten für den Abbau. In Einzelteilen passt das Zelt dann auch in den Wohnwagen vorne links in das Gepäckfach. Leider nicht mit der dazugehörigen Tasche. Das Vorzelt Boss Owl macht den Kippshelter Plus zu einem tollen Zweiraumkonzept mit der Küche im Vorzelt. Im Vorzelt hat die Küche auch einen Abzug, der in das Vorzelt integriert worden. So kann auch bei geschlossener Wohnwagentür gekocht werden und die Gerüche ziehen nicht in den Wohnwagen. Wir haben keine Gasflasche dabei, da wir immer auf einem Campingplatz stehen, wenn wir mit unserem Caravan unterwegs sind. Dort haben wir Strom. Wir kühlen, heizen und kochen mit ihm. Nee, eine Klimaanlage haben wir nicht, aber wir haben in unserem Kühlschrank auch Kühlakkus. Das ist im Sommer auch sehr hilfreich. Aktuell ziehen wir unseren Caravan mit dem Corsa D. Das ist natürlich kein optimales Zugfahrzeug. Der Verbrauch ist mit 10 bis 14 Liter deutlich erhöht. Ohne den Wohnwagen liegen wir im Verbrauch bei 7 bis 8 Litern. Da merkt man auch das Alter des Autos von ungefähr 12 Jahren. Um den Verbrauch niedrig zu halten, versuchen wir immer mit den LKWs im Verkehr mitzuschwimmen. Dennoch sollte man sich immer bewusst sein, dass ein 1,4 Liter Benziner eben nicht das optimale Zugfahrzeug ist. Mit so einem Zugfahrzeug kann man halt keine elendlangen Strecken fahren. Mit diesem Zugfahrzeug muss man sich halt im Klaren sein, dass man sich häufig im Vollgas befindet und immer mal zurückschalten muss. Dies zählt natürlich nicht direkt zu den Negativpunkten des Wohnwagens, ist aber doch, denke ich, interessant für die Leute, die so wie ich noch ihren alten Studentenwagen haben, wie zum Beispiel ich mit meinem Corsa D. Im Corsa haben wir zusätzlich noch einen faltbaren Fahrradträger von Übler. Dieser bietet ein paar ganz entscheidende Vorteile. So können wir vor Ort die Räder verladen und zu schönen Orten fahren und dort unsere Radtouren starten. Oder wir parken außerhalb der Städte, die wir besuchen wollen und fahren dann mit den Fahrrädern rein. Das spart Zeit, Kosten und Nerven. Warum kostet das Nerven? Naja, also ich fahre nur gerne Fahrrad vor Ort, wo ich mich auch sicher fühle. Auch ermöglicht der Fahrradträger im Anschluss meinen Eltern, den Wohnwagen zu übernehmen und wir können unsere eigenen Fahrräder dann wieder mit nach Hause nehmen. Auch meine Eltern haben einen faltbaren Fahrradträger von Übler und ziehen den Wohnwagen dann zurück und haben den Träger, auch wie wir, im Kofferraum. Aktuell stehen wir auf einem superschönen Campingplatz in Castricum in den Niederlanden und im Anschluss an unserem Urlaub übernehmen auch wieder meine Eltern den Wohnwagen
und fahren mit ihm nach Hohefehn zur alljährlichen Inspektion. So haben wir den KIPP online registriert. Und durch die jährliche Feuchtigkeitsüberprüfung bei KIPP verlängert sich auch die Garantie. Und zwar verlängert sich die Garantie dann auf ganze 5 Jahre. Falls ihr mehr über unsere Fahrräder erfahren wollt, dann schaut gern bei 1007 und Le Petit Porteur vorbei. Unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Alles in allem würden wir den Wohnwagen wieder kaufen. Allerdings würden wir jetzt noch andere Optionen dazu nehmen. Zum einen die Whale-Heizung, das Fliegengitter an der Tür und kleine Haken, wo wir unsere Jacken aufhängen können. Auch würden wir uns für die Auflastung entscheiden, da wir uns immer um die 750 Kilo Gewicht bewegen und vieles im Auto transportieren müssen. Wir waren der Annahme, dass wir mit unserer Führerscheinklasse B ausschließlich Anhänger mit 750 Kilo bewegen dürfen. Das stimmt aber nicht ganz so richtig. Wir dürfen insgesamt 3,5 Tonnen nicht übersteigen. Das bedeutet, mit dem VW-Bus von Verena mit einer Masse von 2,8 Tonnen dürfen wir den KIPP Shelter Plus in der aktuellen Form fahren, aber nicht mit der Auflastung. Ist ein bisschen schwierig. Also wer sich für einen Kauf für einen Wohnwagen entscheidet, muss sich überlegen, was ist mein Zugfahrzeug und wie viel Kilo hat mein Wohnwagen. Schaut euch gern ein Video dazu an. Dazu gibt es einige auf YouTube. Wir verlinken sie in der Infobox. Die 750 Kilo zulässige Gesamtmasse sind aber auch interessant für den Wiederverkauf. In einem Markt voller vieler Elektroautos. Da sie meist geringere Anhängelasten gegenüber ihren Verbrennerpendants haben. Umgekehrt sind wir aber auch vorbereitet auf ein elektrisches Zugfahrzeug, falls unser Corsa mal die Grätsche macht. Wie hat euch dieses Video gefallen? Lasst gern einen Daumen nach oben da und einen Kommentar. Wollt ihr mehr rund um das Lastenrad erfahren, dann abonniert unseren Kanal. Cargo Bike Lovers. Aktiviert gern auch die Glocke. Tschüss!